Herzlich willkommen zurück hier auf Mother's Clash Channel zu Let's Play Clash Royale. Und oh mein Gott, wir haben die Magietruhe fertig, wir haben sie fertig. Aber ich möchte euch natürlich auf die Folter spannen, deshalb öffnen wir erstmal die Gratistruhen. Ja, ein bisschen... Oh, wir können die Musketiere verbessern. Ein bisschen Spannung muss hier sein. Wir machen noch eine Gratistruhe auf. Da habe ich wieder zwei angespart. Und wir haben die Koboldhütte freigeschalten. Wow, Wahnsinn. Wahnsinn. Ich habe in der Zwischenzeit natürlich wieder ein paar verschiedene Truhen öffnen können. Ich glaube, das waren drei Silbertruhen und eine Goldtruhe, die da dabei waren. Ihr seht auch, hier, die haben wir gerade eben freigeschalten, die Koboldhütte. Und davor hatte ich die Skelette freigeschalten. Die können wir auch gleich verbessern. Und außerdem haben wir viele, viele andere Sachen, die wir noch verbessern können. Jetzt bin ich gerade am Überlegen, was wir machen. Entweder, also Bomber machen wir... Ja, 150 Gold ist schon ein Happen, ne? Die möchte ich unbedingt mal verwenden. Denn die Skelette sind mega gut zum Ablenken. Und die verbessern wir auch gleich auf Level 3 hoch. Wenn man gegen einen Mini-Packer mit den kleinen Skeletten ankämpft, ist das der Burner. Vielleicht werden wir das auch gleich sehen. Ich setze einfach mal die hier anstatt meinen Kobolden hier ein. Und was verbessern wir noch? Den Bomber verbessern wir auf jeden Fall, weil der ist auch sehr wichtig. Level 5. Jetzt haben wir schon Level 5er Truppen. Das ist echt nicht schlecht hier. Geht richtig ordentlich ab. Dann überlege ich mal, vielleicht verbessern wir die Musketiere noch und ersetzen dann die Walküre mit der Musketierin. Wählen wir mal die hier aus. Und was ich sehr, sehr gerne ausprobieren möchte, ist die Koboldhütte. Da ist nur jetzt... Oh, ja, okay, das ist jetzt die Überlegung. Wir brauchen ja eigentlich irgendwas, um mit dem Riesen, das wir hinter den Riesen setzen können. Lassen wir die Koboldhütte erstmal außen vor. Da baue ich dann vielleicht noch ein zweites Deck dazu. Oh, hier haben wir noch Bomber, die wir kaufen können. Da kaufen wir doch gleich mal ein paar Stück. Bis es vielleicht, sagen wir mal so 15 Gold oder sowas kostet. Ja, genau, jetzt machen wir erstmal Pause, sonst haben wir gar kein Gold mehr. Aber wir haben ja noch die Magietruhe, wir können ja noch die Magietruhe öffnen. Dann öffnen wir doch mal die Magietruhe. Jetzt, endgültig, schauen wir mal, was drin ist. Ich bin gespannt. Klicken wir drauf. Sieben Sachen noch, 207 Gold, da können wir gleich noch mehr upgraden. Den Feuerball... haben wir schon auf Level 2. Eine Musketierin. Noch eine Koboldhütte. Ja, jetzt müssen wir sie ja fast verwenden. 10 Pfeile. Hoi, können wir auch verbessern. Ritter, und zwar 13 an der Zahl. Boah, noch eine Verbesserung. 3 Mini-Packers können wir auch verbessern. Und die letzte Karte. Bitte, bitte, bitte irgendwas Cooles. Ja, okay, okay. Mit dem Blitz habe ich ehrlich gesagt noch nicht wirklich gespielt. Ich hätte jetzt lieber sowas wie die Goblin Barrel, wie es Koboldfass gewollt oder wie es Riesenskelett, und wir bekommen natürlich den Blitz. Hm. Sehr enttäuschend, weil auf den Blitz habe ich ehrlich gesagt nicht wirklich Lust. Wir können uns den Blitz mal kurz anschauen. Der Blitz blitzt, wie der Name dann schon sagt. Aber im Kronenturm macht er 260 Schaden, ansonsten 650. Er ist schon sehr stark, aber es kostet halt auch einfach 6 Elixier. Da kann man auch viel, viel, viel anderes damit machen. Bis jetzt bin ich ganz gut da ohne ausgekommen. Und wisst ihr was? Ich ersetze den Feuerball vielleicht. Den Feuerball mit der Koboldhütte. Den Feuerball benutzen wir sowieso nicht ganz so oft. Und wir haben ja jetzt die Pfeile, die wir außerdem auch noch ein zusätzliches Level verbessern können. Genau. Oh, 99 von 100. Da müssten wir jetzt eigentlich nur noch ein kleines bisschen verbessern. Dann wären wir das auf dem nächsten Level. Hm, was machen wir denn? Hm, ich glaube, wir kämpfen erstmal um ein paar Truhen, würde ich sagen. Wir kämpfen erstmal um ein paar Truhen, weil wir bekommen ja dann am Ende auch wieder Gold. Und dann können wir vielleicht irgendwas anderes verbessern, was wir dann auch wirklich brauchen. Erster Kampf gegen Yuli King. Jetzt muss ich überlegen, neue Truppen hier am Start. Musketieren links hin, Gegner fängt mit einer Walküre an. Brauchen wir irgendwas, was viele Lebenspunkte hat? Mit dem Riese, super getankt, das sieht gut aus.
Der Drache macht hier Schaden an den Bomber und der Musketieren. Dem Riesen geht es jetzt gerade nicht mehr so gut. Aber wir haben einen relativ guten Push auf der linken Seite und das aus der Verteidigung raus. Heißt, wir haben selber nicht angegriffen, sondern sind aus der Verteidigung raus. Haben wir diesen riesigen Push aufbauen können. Das sieht super aus. Das war ein Riesenverlust für den Gegner hier schon gleich am Anfang. Und jetzt gehen wir langsam an die Sache ran. Bogenschützen auf der rechten Seite. Links kommt eine Walküre. Ich bräuchte echt nochmal irgendwie sowas wie Minions. Ja, das, dann könnte ich damit auch die Walküre leichter ausschalten. Wir machen genau dasselbe Spielchen wieder. Riese vorne weg, Musketieren hinten her und ein Drache obendrauf. Selbes Spielchen wie gerade eben. Wir haben ja gesehen, es hat super funktioniert. Dann probieren wir das Ganze doch gleich noch einmal. Jetzt haben wir die Koboldhütte noch gar nicht verwendet. Was machen wir denn jetzt mit der Koboldhütte? Also ich setze die Koboldhütte in meinem anderen Account immer, ich mache das mal demonstrativ, hier unten links oder rechts in die Ecke. Und da spawnen dann regelmäßig Kobolde raus, die auf die, oh, da müssen wir jetzt mal reagieren kurz. Da spawnen regelmäßig Kobolde raus, die auf den gegnerischen Turm gehen. Und der Turm braucht immer einen bzw. zwei Schüsse. Ich glaube, ja genau, er braucht zwei Schüsse, um die Kobolde zu besiegen, heißt, sie bekommen insgesamt einen Schuss auf den gegnerischen Turm ab. Und der eine Schuss macht halt dann doch immer so ein bisschen, ein kleines bisschen Schaden. Und so mit der Zeit verliert der Gegner dadurch sehr, sehr viele Lebenspunkte. Und unser Drache macht das. Unser Drache hat das Ding gewonnen. Danke, Drachenbaby, hast du gut gemacht. Hat er gut gemacht. Drei Kronen hier und wir haben eine Silbertruhe bekommen. Die starte ich doch gleich mal. Genau, damit wir hier schön anfangen können. Und wir machen gleich mal weiter. Sechs Kronen brauchen wir noch insgesamt. Diesmal gegen Muaz aus Pakistan Royal mit 449 Pokis. Sehr gut. Ich mag diese Starthand, die gefällt mir. Wir warten, bis wir maximale Dinge haben. Jetzt perfekt. Dankeschön. Skelette, seht, wie die Skelette diesen Mini-Packer ablenken, wenn jetzt da nicht dieser hässliche Prinz hinten wäre. Die kleinen Skelette für ein Elixier haben es wirklich super gemacht und diesen Mini-Packer komplett abgewehrt. Komplett abgewehrt. Ich habe jetzt praktisch total viel Elixier gespart. Ich habe hier meine Kaserne hingebaut. Kaserne ist super, Gegner hat auch eine gebaut. Soll mich nicht jucken. Und mit diesem einen Skelett und noch ein paar, weiteren Kobolden habe ich einfach den Prinz abgewehrt. Und wir müssen uns jetzt auf der rechten Seite mal etwas ranhalten. Da kommen jetzt noch ein paar Minions. Der Riese macht hier ein bisschen Schaden, ist nicht so super. Links schicken wir vielleicht noch einen Bomber hinterher, auch wenn das jetzt vielleicht sogar ein bisschen zu spät gewesen ist. Nee, der Bomber kommt noch, der kommt noch. Der macht hier seinen Schaden. Nicht schlecht, nicht schlecht. Die erste Krone haben wir hier schon sicher. Unsere Musketierin macht auch noch Schaden. Der Prinz. Einen Prinz zur Verteidigung. Nee, tut mir leid, aber das ist... Das geht nicht. Das funktioniert einfach nicht. Prinz kommt her. Meine Skelette machen hier hoffentlich ein bisschen Schaden an ihm. Ein bisschen Schaden. Oh, muss ich jetzt noch was setzen? Oder wird er... Ja, okay. Wie gesagt, das ist immer so dieses Balance. Muss ich jetzt noch was setzen? Oder muss ich nicht? Wird er besiegt? Wird er nicht besiegt? Schafft er es durch? Ah... Immer so die Sache. Jetzt habe ich leider meine Skelette hier nicht für den Mini-Packer, aber das war kein Problem. Die Musketieren hier auch one-shottet einfach so die Minions. Sehr, sehr cool. Einfach easy ge-one-shottet. Riese rechts hin, vorne hin, um die Valkyrie abzulenken. Drache hinterher, Bomber hinterher. Dann haben wir wieder sehr, sehr viel Splash-Damage da drin. Der Prinz in der Verteidigung, wie gesagt, meiner Meinung nach, Verteidigung ist kompletter Schmarrn. Der Riese nervt mich da schon eher, weil der echt meinen ganzen Push hier aufhält. Das ist nicht sehr nett. Aber das ist mir jetzt wurscht. Nein, Pfeile lohnen sich da jetzt nicht in dem Fall. 30 Sekunden noch. 30 Sekunden, wir gehen natürlich wieder auf 3 Kronen. Voller Push hier. Das muss was werden. Nein, das lohnt sich jetzt nicht. Ich glaube, wir setzen noch ein paar Bogenschützen hinterher. Noch eine Musketierin hinterher. Wieder ein Prinz zur Verteidigung. Nee, das bringt es einfach nicht, weil ich habe so viele kleine Truppen. Das dauert ihnen einfach viel zu lange, die anzugreifen. Gutes Spiel, sagt er. Wir bedanken uns hier gegen Muaz. Oh, wir bedanken uns. 30 Trophäen und eine Silbertruhe.